Zweite Teil, Interview Herr Kleber, ZDF, mit dem iranischen Staatspräsidenten Ahmadinejad vom 19.03.2012. Herr Ahmadinejad informiert, dass allgemeine Rechte und demokratische Gepflogenheiten gerade bei den Ländern der Bündnisfreunde der NATO-Staaten in Saudi-Arabien, Katar und Bahrain, um einige Länder zu nennen, nicht existieren. Darauf weist Herr Ahmadinejad Herrn Kleber hin, dass in diesen Ländern nicht gewählte, absolut herrschende Familiendynastien zum Teil seit über 100 Jahren ihre eigenen Völker politisch unterdrücken, ohne dass hier die vermeintlichen Hüter von Demokratie einschritten. Das macht die Haltung der NATO-Staaten in der Nicht-NATO-Welt unglaubwürdig. Immer wieder betont Ahmadinejad das Rechtsprinzip, das doch wohl für alle Länder die gleichen Rechte und Pflichten zu gelten haben. Eine üble Szene gestaltet Herr Kleber im Interview, als er den Tod von Benno ohne Sorge, der 1967 im Zusammenhang der Schah-Demonstration in Berlin-West zu Tode kam, als eine von allen Deutschen betrauertes Opfer darstellt. Benno ohne Sorge war damals von einem deutschen Polizisten während einer Demonstration gegen den Tyrannen Schah Pahlavi, der an diesem Tag Gast von dem SPD-Bürgermeister in Berlin war, erschossen worden. Nachdem die bürgerlichen Medien, hier sei vor allem die Springerpresse, Bildzeitung genannt, gegen die APO-Aktivisten gehetzt hatte und die Treibjagd auf die APO von den bürgerlichen gesellschaftlichen Kreisen eher gefeiert wurde. Obendrein hatte die SPD einen Unvereinbarkeitsbeschluss gefasst, demzufolge SDS-Mitglieder, der organisiertere Anteil der APO-Bewegten, nicht in der SPD geduldet wurden. Ein schamloses Kapitel des Interviews gestaltet Herr Kleber, als Ahmadinejad darauf aufmerksam macht, dass der Iran keine Atomsprengköpfe habe, Israel allerdings über 250 derselben verfüge, und Herr Kleber darauf erwidert, Israel habe ja den Atomwaffensperrvertrag im Gegensatz zu Iran nicht unterzeichnet und deshalb ein Recht auf die atomaren Sprengköpfe und auch nicht zu kritisieren wäre, wenn die Israelis den Iran mit diesem Potenzial bedrohten. Sich also, so spricht Herr Kleber weiter, Israel diesbezüglich sich an keine Gesetze zu halten bräuchte. Herr Ahmadinejad spricht die außenpolitische wirtschaftliche Gleichschaltung der Europäer, der EU, vor allem von den Direktiven der USA an, worauf Herr Kleber Ahmadinejad unterstellt, die Europäer als Marionetten der USA dargestellt zu haben, was ich persönlich uneingeschränkt bejahe, aber der iranische Präsident sich diplomatischer gebend, sogar etwas relativierend, seinen Marionettenvorwurf an die EU der Vergangenheit mittlerweile so nicht mehr formulieren würde, was er deutlich zum Ausdruck bringt. Das sehe ich nun anders. Zurzeit verhält sich die EU wie eine Marionette der USA. Dazu mal außenpolitische, finanzpolitische Richtlinien, die von den USA definiert werden, bei den wesentlichen Entscheidungen zu 1:1 von der EU umgesetzt wird, was nicht den Ausdruck einer von den USA unabhängigen Entscheidungsstruktur verkündet.
Ein weiterer Gipfelpunkt der unsachlichen Gesprächsführung von Herrn Kleber ist erreicht, als er ein altes Zitat von Ahmadinejad aufgreift, er habe den Israelis, wenn sie den Iran angreifen würden, eine apokalyptische Vergeltung angedroht. Doch distanziert sich Ahmadinejad ausdrücklich im Interview von dieser Formulierung und weist zu Recht darauf hin, wenn Deutschland oder die USA angegriffen würden, würden sich diese Staaten sicherlich auch mit drastischen militärischen Mitteln gegen diesen Angriff wehren, also vom Selbstverteidigungsrecht, das jedem Staat zusteht und selbstverständlich auch dem Iran Gebrauch machen. Dann ist es ein weiterer Ausdruck unseriöser Journalistik, wenn Herr Kleber in einem nachfolgenden Auftritt bei einer ZDF-Nachrichtensendung dieses Dementi von Ahmadinejad bezüglich apokalyptischer Vergeltung fälschlicherweise den deutschen Zuschauern als aktuelle Aussage von Ahmadinejad im Interview gesprochen darstellt. Ein einfacher Dings durch das Abhören des ganzen Interviews als Lüge zu entlarvende Aussage von Herrn Kleber. Die Fragen, die Herr Kleber stellt, die Forderungen, die er an Ahmadinejad richtet, sind in einem Tonfall gehalten, in dem die NATO-Staaten nach 1945 die anderen Völker beherrschten, um sie in ihrem Interesse ausplündern zu können, führt Ahmadinejad aus. Ich kann mich nicht des Eindrucks erwehren, dass die Gesprächsführung von Herrn Kleber den ungebrochenen Chauvinismus der NATO-Staaten markiert, wo unmissverständlich auch von Herrn Kleber der Standpunkt vertreten wird, dass die restliche Welt dem Diktat der NATO-Mächte zu folgen hat. Doch hier stellt Herr Ahmadinejad klar, dass diese Herrschaft der NATO-Staaten die selbst angemaßte Deutungshoheit, Entscheidungsbefugnis der Europäer und vor allem der USA nach dem Ende des vermeintlichen Zweiten Weltkriegs keine Berechtigung mehr habe und erst recht nicht in dem Ton, mit dem die NATO-Staaten Iran zu etwas zwingen wollten. Zukünftige Beschlüsse wären bei der UNO von den Vertretern aller Nationen in Verhandlungen zu erzielen. Wenn die NATO-Staaten, die ständig von den Errungenschaften der Demokratie sprechen, wo im nationalen Rahmen die Entscheidungen dem Volk, als wie sie gerne behaupten, eigentlichen Souverän des Landes zustehen und auf internationaler Ebene dann entsprechend demokratischen Gepflogenheiten in Verhandlungen aller Staaten zu definieren sind. Die Weißen entscheiden und die anderen Völker haben sich diesen Forderungen zu fügen. Demokratie sieht selbstverständlich anders aus. Um Demokratie und Menschenrechte und um die atomwaffenfähigen Sprengköpfe des Irans geht es den NATO-Staaten nicht und kann es auch nicht gehen, dazu mal der Iran ja keine atomaren Sprengköpfe hat und die NATO-Staaten diese Atomwaffenlüge erfunden haben, um die Menschen in den NATO-Staaten in den Krieg gegen den Iran zu mobilisieren. Der Grund, um den es dem Westen vor allem geht, ist das Erdölgas des Irans und gilt dem Vorhaben der seit 1973 von den USA einseitig erklärten Dollarbindung für den Öl- und Gasverkauf und natürlich der anderen Rohstoffe, die auf der Welt gehandelt werden, aufrechtzuerhalten. Die Dollarbindung des Rohstoffwarenverkehrs wird seit Jahren vom Iran nicht mehr akzeptiert und verstärkt als Reaktion auf die aggressive NATO-Herrschaft wickeln die Türkei, Russland, China, Indien etc. zunehmend ihren Exporthandel im bilateralen Handel in den entsprechenden Landeswährungen oder gar in Gold ab.
Da die Mehrzahl der europäischen Staaten und der USA, wenn sie ihre Buchhaltung korrekt führen würden, zugeben müssten, dass die jeweiligen Volkswirtschaften bankrott gemacht haben und was wir jetzt galoppierend mit der Schuldenkrise erleben, finanziell offensichtlicher wird, dieses nicht mehr verheimlichen können, obendrauf die USA-Wirtschaft nur noch von 3 Fraktionen ihrer Exportwirtschaft zehrt, Hollywood, Waffenverkäufe Platz 1 in der Welt und dem US-Dollar, der bislang als zwingend notwendiges Geld für globale Geschäfte von allen anderen Volkswirtschaften der Welt benötigt wurde und die USA über die entsprechenden Mechanismen der deregulierten Finanz- und Währungswirtschaft sich erhebliche geldliche Vorteile ergaunert haben. Fiele der Dollar als Weltleitwährung aus, würde die USA diese systemrelevante Geldquelle verlieren und dieses zum endgültigen wirtschaftlichen Kollaps führen und die USA und die Mehrzahl der europäischen Staaten endgültig kollabieren lassen. Was wir von unseren gleichgeschalteten Medien und über intensives Lobbying der Großkonzerne manipulierten Politiker seit geraumer Zeit erleben müssen, ist ein klassischer verschleppter Konkurs. Würden wir wirklich in einem Rechtsstaat leben, müssten hier mit strafrechtlichen Mitteln gegen diese Kriminellen vorgegangen werden. Der Grundgesetzartikel »Alle Menschen seien vor dem Gerichte gleich« wird, was dem Gleichheitsartikel, dass alle Menschen sich für ihre auch mutwilligen Fehler strafrechtlich zu verantworten hätten, durch umfangreiche Immunitätsregeln der Politiker außer Kraft gesetzt. Das nenne ich eine Nomenklatura, die symptomatisch Elemente einer Tyrannei darstellen, da sich gerade die Politiker mit der Immunitätsregel den allgemeingültigen Rechten entziehen, somit Privilegien genießen, die üblicherweise für undemokratische Systeme gelten. Jetzt haben die NATO-Staaten den Iran im Visier. Schon 1963 spielten die USA und England beim Sturz vom ersten demokratisch gewählten Ministerpräsidenten Mossadegh eine menschenverachtende Rolle. Der von den Iranern 1961 tatsächlich demokratisch gewählt worden war. Aber da die NATO nicht an der Demokratie, sondern an der Rendite, die die anderen Völker zu erwirtschaften haben, interessiert ist, intervenierten sie im Iran, als Mossadegh die Erdöl- und Gasvorkommen verstaatlichte. Die Intervention vor allem der Engländer und der USA führte zur Absetzung Mossadeghs 1963 und ein den weißen Genehmer Schah Pahlavi installiert, nicht demokratisch, um fortan den Iran wieder ausrauben zu können. Natürlich zu Ungunsten des iranischen Volkes, nur mit schrecklichen Gewaltmitteln der totalen Unterdrückung der politischen Freiheit. Mit der Rückendeckung durch England und USA konnte der Schah die massiver werdende Freiheitsbewegung bis 1973 niederhalten. Doch dann erhob sich das iranische Volk erfolgreich gegen die USA-Schergen und stürzte den Schah. Dem Ultimatum, das Herr Kleber Ahmadinejad in diesem Interview ausgesprochen hat, dem sich das iranische Volk zu Recht nicht beugen wird, haben nach meiner Auffassung die Beschleunigung der Eröffnung des finalen Krieges deutlich gemacht. Es kann Indien, China und anderen Ländern, die stattliche Mengen von fossilen Brennstoffen aus dem Iran beziehen, nicht recht sein, wenn ihr Erdöllieferant durch den Krieg der NATO-Staaten in die Klauen Europas und der USA gelangen, wodurch die Energieversorgung Indiens und Chinas bedroht wäre.
Solange die Mehrheit der Menschen in den NATO-orientierten Staaten nicht bereit ist, anzuerkennen, dass der Wohlstand derselben nicht nur dem Fleiß der Klugheit und den vermeintlich demokratisch-parlamentarisch konzipierten Verfasstheiten geschuldet ist, sondern wesentlich der skrupellosen, konzertierten Ausplünderung vieler anderer Staaten seine Begründung findet, werden wir daraus folgend rapide die Irrationalisierung der Politik der weißen Herrenrassenstaaten erleben. Und dieses kann nur zu einer Verschärfung und Unberechenbarkeit der weltlichen Verhältnisse führen. Doch tröstet mich die Information, dass die größte jüdische gläubige Gemeinschaft der muslimischen Staaten mit über 18.000 Menschen im Iran lebt, in Teheran, und dort sehr wohl ihre Glaubensrituale uneingeschränkt ausüben können.